Eröffne zwei weitere Restaurants. Ja, wir müssen erstmal Nummer 2 eröffnen. Das kostet alles verdammt viel Geld. Qualität soll bleiben, ist jetzt nicht direkt das Ziel. Ich werde alles einfach halten. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Pizza Connection 3. Gut, dann machen wir uns mal ran. Einfache Einrichtung. Sicherheitshalber mal 2 Öfen, nicht klassisch. Und zwar Stufe 1. Achso, fahr ich rum. Was war denn das jetzt wieder? Hat er gerade gespeichert? Ich habe gedrückt, dann Maus bewegt, dann hing das Spiel und dann hat er platziert. So. Erst warten, bis er plopp macht und dann weiter. Gut. Ich hätte auch mal ein paar Einrichtungen weiterentwickeln können, aber wir haben ja kaum Geld. Zum Glück habe ich es nicht gemacht. Auch wieder ab links oder rechts die Frage. Gemeine Entscheidungen. Und hier auch wieder, dann lieber vom Rahmen weg. Ist das nicht draußen? Das zählt noch als drin. Okay. Sieht schon so ein Stück draußen aus. Einfache Lämpchen. Ah, aber einfach haben wir die tollen Blumen. Oh, cool. Die großen und die kleinen, das gefällt mir. Wie möchte ich das einrichten? Gute Frage, gute Frage. Hier direkt einen Stuhl zu haben bei der Tür ist schon blöd. Ich muss hier nicht zwingend eine Lücke freilassen. Aber so in die Ecke quetschen ist auch nicht toll. Dann machen wir es mal so. Dann haben wir hier Zweierabstand. Zweierabstand. Dann kommen hier mal zwei Tische hin. Dann wird es aber auch schon eng. Dann kommt hier noch einer hin. Weiß nicht, so richtig zufrieden bin ich gerade nicht mit der Anordnung. Mach ich's doch mal so. Stühle. Das ist jetzt die Frage. Also hier am Eingang jeweils plus ein hin, ansonsten wäre es zu überladen. Meinetwegen können hier zwei hin. Genauso wie hier. Fürs Spiel ist nicht weiter wichtig, ob hier ein Gang bleibt zum Langlaufen. Deswegen klatsche ich das einfach mal voll. So ein kleiner Tisch und dann 8 Leute dran. Oh, blöd platziert. Dann kommt hier was Einfaches hin, also ein einzelner Platz. Hab ich das richtig gemacht? Ja. Oh, zu weit weg. Hä, so viel zum Thema dazu. Die Ausrichtung an sich, ja, aber zu weit weg. Gut. Hier am Kopf einer hin. Dann hier 2. Hier 2. Geld, 23.000. Geht noch. 1, 2. Hier bin ich mir gerade nicht sicher. So. Oh, jetzt habe ich hier 2 und da plus 1. Naja, sieht halt mal anders aus, oder? Und, ah, den Aussteller. Könnte ich noch hier an die Seite klatschen. Da kann man auch noch mit 2 Abständen dahin. Der Platz wird ja auch zugänglich sein, haben wir ja schon gesehen. Scheint dann noch Blümchen. Damit man nicht direkt in die Küche guckt, aber es wird eng mit dem Vorbeilaufen. Nee, da kann ich nichts Dickes platzieren. Dann kommen die dicken Blumen, der dicke Blumenkübel, der lange, hier hin.
Das war's dann schon. Klassische Pflanze, einfache Pflanze. Dann kommt hier ein Stolperstein hin. So. Hier noch einer. Da unten nicht. Muss so reichen. Da muss ja jemand zum Stuhl hin, das will ich zumindest so. 21.000 noch auf dem Konto. Ja, eingerichtet, fertig. Musik gibt's ja nicht. Jetzt heißt es nur noch Angestellte finden. Ach ja, und Pizzen. So viele kommen hier gar nicht vorbei. Mögliche Besucher, das sieht echt nicht so prickelnd aus. Müssen wir bei der Konkurrenz mal gucken. Also ich werde überall erstmal einen einstellen, aber das Ding komplett aufhaben. Erstmal sortieren. Oh, 500. Na, wenn schon, dann richtig, oder? Ich meine, wenn ich hier eh so schnell keine zweiten Köche einstelle. Bedienung auch erstmal nur jeweils eine. Dann aber die Freundlichkeit in Person. Hey, hört's aber auch schon wieder auf. Die ist halt dafür arschlangsam. Das kann ich dann leider doch nicht machen, wenn ich erst nur bloß eine habe. Dann müssen wir leider Abstriche nehmen. Und hier nochmal. Auch hier die Besten, weil wir da bloß... Na, die Besten. Das ist halt eine Mischung aus, wie viel kannst du tragen und wie schnell kannst du das tragen. Dann nehme ich mal jeweils die Besten. 17,6 jetzt. Dann könnten wir aufmachen, aber es fehlt noch ein Lager. Das hier ist doch gleich in der Nähe. Das heißt immer noch so, Outback Pizza East, ja. Entschuldigung. Ah, das können wir auch wieder sichern. Stimmt, da war ja was. Mache ich mal wieder mit 1000. Mal gucken. Wer weiß, was die Gegner machen. Wenn das hier schon jetzt die Möglichkeit, wenn jetzt schon die Möglichkeit dafür ist, dann sollte ich da zumindest dranbleiben. Gut, hätten wir das. Dann können wir hier aufmachen. Wie sie gleich aus den Häusern rennen. Ja, die Filiale muss aber erstmal bekannt werden. Also auf jeden Fall das mobile Maskottchen, das werde ich... Wer kommt denn eigentlich so vorbei? Ach, hier Pizzenholz. Aha, hier gibt's schon Pizzen. Pizzatien. Interessante Namen. Die kommen aber sehr gut an. Also die Pizzeria hier, die hat gleich mal Pizzen. Die sehen aber sehr ähnlich aus, kann das sein? Moment. Die müssten jetzt auch hier drin sein. Die müsste ja jetzt jede Filiale haben können. Dann haben wir mit der Filiale auch Rezepte bekommen. Nee, sind bloß meine. Interessant. Überall Pizz, 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 Pizz. Nix mit Pizzatin zum Beispiel. Das ist ja seltsam. Ist das so gewollt? Spezialpizzen für die Filiale, die man sich halt eher sabotieren kann und muss, weil Zwischenmissionsziel. Okay. Ich meine, beschweren kann ich mich nicht, denn jede Zielgruppe... Jetzt waren hier gerade Kakerlaken zu hören. Warum? Warum stehen hier schon wieder zwei drin? Da wurden gerade Kakerlaken abgegeben. Ich kann jetzt nicht nach dem Zustand der Möbel gucken, weil... Ja, weil... Dann müssen wir wieder zumachen für die Schicht. Ne, geht da. Na, geht nur bis 12. Oh, ich habe Rustikal mit drin. Wo, wie, was? Kann ich jetzt leider auch nicht nachgucken. Weil, wenn ich ins Architektur-Menü gehe, dann macht er automatisch die Filiale dicht. Das finde ich ziemlich blöd. Ich kann ja nicht mal gucken, wie der Zustand der Möbel ist, ohne da reinzugehen. Wenn ich da reingehe, wird er zugemacht. Das ist echt blöd. Also da fehlt es mir noch etwas an einer Komfortfunktion. Aber ich wollte hier mobil jemanden werben lassen. Genau, also die Filiale. Haben wir irgendwas, wo wir darauf achten sollten, wer hier nicht vorbeikommen sollte? Speisekarte kommt wie gesagt überall an. Die Bonzen, nein, der Rest kann vorbeikommen. Okay, bloß nicht die Bonzen. Dann könnte ich mit ihm jetzt... Arbeiter, ja. Ja.
Aber Moment, Arbeiter, wo war das nochmal? Ich habe die wieder gedreht hier. Also, da man mittlerweile die Karte drehen kann, fällt es mir in der Stadt, die ich noch nicht kenne, mit der Orientierung schwerer. Hier ist eine Fabrik, aber das war nicht die, oder? Was klebt denn da an der Wand? Ist das ein Graffiti oder ist das so gewollt, so weit oben von der Stadt? Die ist da, okay, dann ist es doch die Fabrik hier hinten. Wobei, nee, hier war eine Litfaßsäule. War das die Litfaßsäule? Bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Eine weitere Fabrik gibt's ja hier nicht. Aber hier muss doch eine Litfaßsäule sein. Ich habe doch hier extra die Werbung wieder beendet. Moment, bin ich noch nicht richtig. Schwierig. Das ist die Oper. Das ist die Litfaßsäule da im Park. Da tue ich mich gerade echt schwer. Was ich auch etwas schade finde, ich kann zwar die Filialen umbenennen, aber bei den Missionszielen tauchen dann noch die normalen Namen auf, die ursprünglichen. Und ich scheue mich, die Namen zu ändern. Im großen Stil, also jede Filiale ein eigener individueller Name. Weil ich könnte dann beim Missionsziel die Filiale nicht mehr wiedererkennen. Deswegen benenne ich die Filialen nur selten um. Ich kann erstmal laufen lassen und ich überlege mir gerade noch einen Standort. Kann ja bloß hier gewesen sein. Hier ist aber schon eine Litfaßsäule, dann schicke ich das Maskottchen hier hin. Vielleicht jetzt schon? Von 9 Uhr an, ja, es läuft los. Gut. Ist auch interessant, der Name da oben wechselt. Habe ich jetzt mal in einzelnen Folgen geguckt. Manchmal steht da oben Montago Global Pizza und manchmal steht da, ja, mein Name. Ist das auch so gewollt? Was blinkt denn hier so? Ach, das Blümchen wieder. Diese Pflanze. Gut, dann sich jetzt mal schauen, wie läuft der Laden. Steht hier drauf? Da hat sich das Schild auch wieder geändert. Hatten wir hier in Sydney schon unseren Namen drauf? Also mir ist eben aufgefallen, als ich mich mal durch die eigenen Folgen etwas, als ich da mal durchgeblättert habe. Da kommen wieder zwei zu uns. Mein Gott. Lass uns mal schnell durchlaufen. Gucken, wie das über den Tag überläuft. Noch mehr Werbung mache ich für die andere Filiale mal noch nicht. Hier kommen welche vorbei. Das ist unsere Filiale, die uns am Leben erhält. Und die Geschwindigkeit macht dem Spiel etwas zu schaffen. Bildwiederholrate im etwas Keller. Aber hier kommen auch gut welche vorbei. Besucher schlecht bei der Outback Pizza. Platz gefunden, ja. Bestellung aufgegeben, nein. Pizza erhalten, Kann gar nicht sein, wir haben doch so viele Leute da. Müsste ich mal einen ganzen Tag vorbeischauen. Wir sind noch knapp im Plus. Eieiei. Hier drüben? Lief hier noch nicht lange? Ne, das ist unsere Anfangspizza. Hier. Unsere Anfangsfiliale. Mensch, ja, mit den Namen. Stimmt, diese in Klammern East. Das war ja die, die wir gerade erst hatten. Deswegen hier Bestellung aufgegeben. Niemand hat was bekommen. Kann daran liegen, dass wir das Lager noch nicht gefüllt hatten. Oder kommen hier wirklich schon so viele vorbei? Wir behalten es mal im Auge. Die Bedienung steht sich die Beine in den Bauch. Jetzt kommt einer vorbei, da wieder. Hier ist gerade um die Zeit kaum was los. Schau. Die Filiale kommt ja arbeitsmäßig an. Da habe ich jetzt was und dann mache ich hier noch.
pachten. Und zwar bei der East, genau. Die Kampagne, die verkneife ich mir gerade. Wir haben eh nicht 10.000. Ich will reingucken. Ja, kaum Bild wiederhole Rate. Gut, beim Vorspulen kann ich es verstehen. Wenn ich nämlich wieder aufhöre, dann habe ich gleich mal wieder 35 Bilder pro Sekunde. Laufen aber leider sehr viele vorbei. Oh, jetzt kommen aber viele. Alle hocken sie nebeneinander. Da ist noch ein Platz frei. Oder oh, wie nah die sich hocken. Sind das siamesische Zwillinge? Spielt gerade wieder gehangen. Bin ich jetzt mal gespannt, ob hier abgegriffen werden kann. Ob er schnell genug ist. Da steht schon wieder eine Pizza bereit. Da kommt schon wieder jemand Neues rein. Er hat bezahlt. Der nächste bekommt. Da kommen insgesamt zwei rein. Jetzt ist da unten drin. Da sitzen ja auch nochmal zwei. Gucken, wie lange die das hier noch mitmachen. Okay, okay. Hier Bestellung aufgegeben. Ist aber gerade eine blöde Uhrzeit. 18 Uhr ist Schichtwechsel. Wieder jemand drin. Pizza bekommen. Nächste Pizza raus. Bekommen. Gleich reinschaufeln. Hier kommen viele Arbeiter vorbei. Oh, schaut mal. Mögliche Besuch. Ach, oh. Ich dachte, das hat sich geändert. Nein. Jetzt rennt er was für einen Weg durchs Lager, aber hat bedient. Die Bonzen mögen die Einrichtung nicht, das ist mir nichts Neues. Was für eine große Küche und kaum was drin. Also die werden alle bedient, der macht das gut. Er ist nicht so freundlich, aber sehr schnell. Wir haben gerade 14.000 plus. Bräuchten wieder so 21.000, oder? Gut, wir lassen es mal wieder vorspulen. Also hier geht zumindest keiner raus. Ohne irgendwas. 6.000 im Minus. Klingt nicht gut. Outback Pizza East. Alles perfekt, die neue Filiale und hier durchschnittlich Besucher. Kein Platz gefunden. Kommen hier so viele vorbei, dass auch Bestellungen nicht aufgegeben werden und keine Pizzen erhalten werden? Oder ist das Lager zu leer? Lager leer. Ich habe ja gar nicht geguckt, ob hier Zutaten das in etwas sollen. Ich muss hier auf dieses... Gab es beim Lager nicht extra so ein Hubwagensymbol? Da ist es doch. Also jetzt ist es voll, da muss ich jetzt mal die Filiale im Auge behalten. Also bedient werden sollten alle, Lager ist voll. Das Lager habe ich auch gerade offen, mal nebenbei. Ah, Kontostand im Minus. Jetzt gehen wieder welche raus. Moment, halt, nein. Warum sind jetzt wieder welche rausgegangen? Also, ist die Anordnung so schlecht, dass die nicht da hinkommen? Ich meine, die hatten gerade... Die konnten gerade keine Bestellung aufgeben. Gucken, ob die sich wo platzieren, wo man nicht hinkommt. Wenn ich jetzt zumache, ist das blöd, weil gerade Schichtwechsel war vor 2 Stunden. Dann nehme ich sich jetzt aber einfach mal die beiden Stühle da weg. Die können ja bleiben, die können auch alle bleiben. Also, so viel macht das nicht aus, sind ja bloß die beiden. Hier kann man sich daneben stellen und hier genauso, da und da, die beiden eben nicht, hier, da und da. Da ist sowieso Platz und zu zweit sollten die das alle mal schaffen. Innen hat sich gerade keiner platziert. Oh, hier kommen gerade viele Leute vorbei. Huiuiuiui. Oh, schaut mal, also hier in Sydney ist mir noch nicht aufgefallen, dass so viele Pizzen gestapelt werden, so verbuggt. Also die schaffen das hier locker flockig. Lager hat noch 81% und das 9 Uhr, 20% weg in 9 Stunden. Alle werden sie bedient.
Also wenn vor 12 nicht viel los ist, mache ich mal zu und pack die beiden Stühle da raus. Ich würde sagen, das machen wir mal in der nächsten Folge. Jetzt ist mal wieder an der Zeit. Also dann, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und ciao, tschüss.